the power of the dark side, 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 side. Da muss aber vorne die Frau ein bisschen rot anmalen. Blau schießen. So. Du bist bereit. Ding durch auch noch wegwerfen. Also die Effi ist auf jeden Fall schon mal versaut. Ich töte den jetzt mit meinem Galli, Alter. Ah, ich hab das Viech auf jeden Fall gelevelt. Nano. So, wo müssen wir hin? So, du siehst ja die Schlucht da wieder, ne? Auf die andere Seite von der Schlucht, sagen wir mal. Da drüben? Nein. Da. Doch, da wo die Brücke rüber geht, also in die Richtung auf jeden Fall. Also da, achso. Also musst du über die Brücke, dann kannst du über die Schlucht selber springen. Zieh ja! Rex tot. Female Rex. Hallo. Du sagst ab! Denk dran, du musst aufpassen, sonst sagst du gleich richtig ab. Oh Gott, er sagt richtig ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf nicht so schnell ab. Und tot. Blutfleck. Wasted, oder was steht bei GTA dran? Wasted. Jo, Wasted GTA. Du fliegst ein bisschen. Ja, egal, du kannst über die Brücke gehen. So, wetten, wir finden jetzt kein einziges Pferd, wenn wir hier suchen. Was sucht denn ein Pferd? Zähmt mal den 162er Rex da, ich hab keine Zeit. Ich bin oben auf der Brücke drauf, wo soll ich hin? Oh, da ist ein Typ mit... Warte. Hier, da ist ein Pferd und ein 120er Kano, der ist wichtiger, das Pferd ist eh tot. Nehmt doch erst den Rex. Wo ist denn welcher Rex? Wo denn? 162, wenn ihr runterspringt beim großen Wasserfall, die Klippe praktisch am Vulkangebiet. Grenze Vulkangebiet, normales Gebiet, einfach an den Strand runter, wo auch die Wasserfontänen sind. Hier, da. Hier drüben. Geysire. Aber da, ganz am Strand. Zwischen Gras und verbrannt. Ja, genau, ja, einfach an. Warte, hast du Narkosemittel mit? Ich würde auch gleich mitgehen. Nein, ich hab gar nichts dabei. Ich hab nur die scheiß Karotten dabei. Baut mal 4 Tore. Also 4 Stone Gates. Willst du nicht einfach so legen? Nee, dann sonst rennt er mal weg und so. Ja, das ist... Nee, mach einfach 4 Stone Gates. Dann hängt er wahrscheinlich so mit seinem Kopf in dem kleinen, diesem kleinen Tümpel drin. Und der Stirn und der verrecken. Nee, er verliert nur blaues Equus! Oxygen, wenn er nicht drin laufen kann. Haben wir irgendwo einen zweiten Diplo-Sattel? Ey, scheiße, das Viech ist auf. Perlenlieferung ist da. Wo ist der Fabricator? Wir müssen den Fabricator setzen. Warte, es erschreckt halt mal instant. Ist Level 24. Ja, ich weiß. Ente? Guck mal kurz, ich glaube, ich habe noch eins, aber danach gehe ich wegen Rex. Ich bräuchte übrigens noch weiter aus Narkosemittel für eine weitere Rex, ne? Für einen Rex. Ich setze jetzt einfach den Fabricator hier, ne? Bleib hier, du scheiß Pferd! Da oben hockt ein Terrorbird, glaube ich. Wo? Da oben. Das heißt, ganz, wo oben? Da, wo du gerade hingerannt bist, nur oben an der Schräge. Ja. An so einem Vorsprung? Ja. Oder noch weiter oben? 114. Achso, okay. Wild. Oh, scheiße, das sind 2. Bing, bang, walla walla, bing, bang. Und wir rennen Terra vor die Schnauze. Er tötet mal den, der mich da verfolgt. Der kommt von rechts. Welches Level ist er? 24 nur. Okay. Aber der ist so hübsch. Der killt sich gerade selber. Okay, alles klar. Nee, Rhinos. Die Rhinos greifen noch anderen, oder? Oh, das doch. Ist... Walla walla bing bang. Wo ist das Pferd hin? Alles ist unten Richtung Wasser noch weiter. Oh, Electronics werden gecraftet. Yeah. Ja, machst du dann auch das, die Tore, die du haben willst? Da ist es.
So. Jetzt machen wir noch schnell die Tore. Ist, ne? Ja, ich weiß. Trotzdem ist es ein. Aber scheiß Galli! Ich bin scheiße, das stimmt. Was noch? Das rennt nicht. Gut, jetzt bringe ich jetzt mal nach Hause. Ja, das ist so schön! Kann ich oben das Viech gleich mal leveln? Im Pi-Ente? Soll ich das für Tragfähigkeit nehmen oder soll ich das so leveln, dass man klein, schnellen Tiere dafür damit ausnahmen kann? Genau, das ist Low Level, das kannst du eigentlich jetzt im Tragen nehmen für in der Base. Ja, okay, das stimmt wohl. Jungs, wollen wir schnell den Rex holen jetzt, den 162? Ja, ich komme schnell zurück. Hast du Pfeile nochmal? Also, eine Kugelfeile? Ich hab nur 26 Pfeile. Okay, guckst du mal in die Mörser, was da noch drin ist? Mach nochmal mehr, ja, ich mach nochmal 50. Ja, aber ich kann. Was hab ich mit? Hat keiner irgendwie Darts oder so? 60, das kann ich nicht machen. Hätte jemand gerade kurz Zeit? Ich hab auch im Gully Romatten heißt, der in der Rex ist fast insta getamed dann. Das ist eigentlich unser Spopfen. Ja, ist er, aber. Den juckt. Hätte man halt einen Steinbär im Moskate einfach hingestellt und hätte auch den Diplo hochziehen. Ja, klar, aber. Aber? Gott, da stehen Metallgates. Braucht auch schon mal. Ja. Doch, das Pferd folgt dir noch nicht. Also düsen wir ab, wie sieht's aus bei euch? Ja, ich hab ja Ding. Ja, warte, ich hab noch nicht, noch keine Pfeile. Wohl, die kann ich auch nehmen. Ja, nimm den Narkotikweg und craft auf dem Weg. Ja, so, ich, 60 Pfeile habe ich dann, du hast ja auch noch ein paar, dann klappt das schon, ne? Ich hab 60 Pfeile, ne, 70 Pfeile und 30 Darts, wo bist du? Komm, wir gehen mit dem Gully, ja, komm, wir nehmen Gully, der ist viel, viel schneller als ein Robert. Wie viel Movement hat er? 120, der geht ab, ich schmitz Katz. Ja, wie denn? Zeig mal. Zeig auf! Ja, zeig mal. Ach, geh so. Das geht hier sehr schlecht, weil er halt so schnell ist. Ja. Komm. Mach einen Abflug, wir gehen zwei Dinos. Sind wir flexibler? Flexibler. Du wachst halt bei mir komplett rum, aber egal. Normal. Fuck, da unten sind Alos, ich hab nicht dran gedacht. Ich flieg in ein paar Kilometern Höhe. Ja, ich spring einfach einen halben Kilometer drüber. Ich glaube, ich klatsch gegen eine Felswand. Wo ist es? Genau. Ich bin jetzt schon unten. Da ist auch ein Adler. Ah, hallo, ich seh wieder. Dich hinter dir. Aber ja, okay. Aber gerade noch weiter einfach. Mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber warum stellen wir jetzt den Fabrikator auch hier unten hin? Weil ich den jetzt einfach schnell hier unten hingestellt habe. Okay. Weil oben Ente hat gesagt, er ist noch nicht so weit mit der Base und ich will jetzt Electronics craften und nicht in halben Stunden. Ja, das dauert zu lang. Dahin haben wir eh die Materialien. Ich habe auch Scuba reingelegt. Ah fuck, den habe ich sogar dabei. Ja, weiß ich. Bist du noch hinter mir? So halb? Ja, grob. Ich hab normalerweise zwischendurch ein bisschen gelevelt, das heißt, ich bin ein bisschen weiter hinter dir. Ja, da musst du einmal springen, dann kannst du das mal reichen Frontos. Einfach geradeaus weiter, immer runter zum Strand. Wasser und sag dann Bescheid. Immer runter zum Strand, der ist ganz am Strand. Den hochziehen wird auch wieder AIDS, da ist ein Alpha Raptor übrigens, ne? So, 162 viel mehr. Aufpassen, sonst gibt Stress. Genau. Deswegen sage ich das ja. Hier sind auch übrigens massig Pferde. Hier Stück sehe ich gerade. Da unten ist ein wilder Raptor vor unserem Depot. Hier, ich nehme mir mal meinen Wooden Club und noch den Maus. Der ist nicht wild. Der ist nicht wild? Hast du. Ah, du setzt die Tore gerade. Jo. Ja, oh, Glück gehabt. Ich dachte, kurz, oh, der Rex kämpft gerade mit. Wie heißen sie? Kendro. Nee, die Flugviecher, die wir fordern. Ja, müssen wir nicht schon einleiten. Wieder, dann ist er tot. Oh, nein, gut, Alter. Solange wir gut schießen. In den meisten Fällen wird er davon von denen getötet. Scheiße, der Airdrop geht ganz runter. Obwohl,
Bitte mal den Skorpion, bitte. Holen. Wahnsinn, Alter. Och, er hat meine Narkotik geklaut, dieser dumme Ichthyornis, ey. Mistviech. Ach, die liebsten Viecher, die wir kennen, ne? Weg. So, der Rex, ist noch nicht durch. Oh, doch, hat's. Nein, hat's nicht, da ist noch einer. Die Viecher, ne? Wenn der Ichthyornis das Narkotik klaut, ist es instant weg. Mhm. Ja. Wow, ernsthaft? Alter, der. Müsste echt noch was dran arbeiten. Du musst die Viecher killen. Ich bin unten beim gelben Game Airdrop, warte bis der unten ist. Das, jetzt ist. Warum greift er denn mich jetzt an? Ja, freu dich doch, wenn er dich angreift. Greift auch noch ein Stego an. Ah, der Demo vor und ist tot. Ja, genau. Er hat den Stego. Ja, dann hat er gleich, jawohl, dann regeneriert ja, er. Kill den Adler schon mal. Ich bin schon dabei die ganze Zeit. Ja, Adler legt sich mit dem Viech an. Bolas umlegen. Wie viel ist der Stego? 18, der ist. Der Rex. Ja, Rex, lass den Rex alles auffressen, am besten ist er wieder voll. Oh, jetzt sag ihr weg. Ich lock den gerade schon ran, ne? Wow. Flex. Ich bleib mal hier stehen, ne? Achtung, der hat dich aggro. An der Stelle mal die Frage, hey, ist mit Dino Gate oder ohne? Ohne. Dino Gate ist irgendwie zu großes Loch. Ich würde kein Dino rein. Welches Level der Stego ist, vielleicht ist der halt 66. Wir brauchen ja noch Stegos, ne? Ja, einen haben wir ja schon. Ich plane jetzt einfach mal zwei Indu-Fortes ein, ich denke das reicht. Ich will eigentlich gar keine Indu-Fortes, das ist netter Stuff-Verschwendung. Überleg mal, wie viele Turrets wir dafür bauen können. Ja, überleg mal, wie viel Zeit dafür drauf geht, jeder von diesen Fortes einzeln durchzuführen. Ja, dann lass eine bauen, aber die Fortes unten noch stehen lassen. Hätte ich gesagt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber zwei sind, also ich finde halt zwei zu viel. Dafür könnten wir, also ich crafte jetzt gerade Electronics, die sollten schon durch sein. Vielleicht kannst du nochmal Metall reinlegen und mehr craften. Ja, dann können wir gleich zwei Mystery Benches machen. Eine kostet ja 250 Electronics. Stellen wir dann gleich oben rein. Haben wir dafür schon irgendwie Platz? Platz schon, aber ich wollte die Dings anpassen. Ja, jetzt greift der Stegoin an, ey. Ja, Bei Run in the Highlands war da der Giga. Stego an. Also kriegst du mal den Stego. Giga sind aus anscheinend, es ist kein einziger da. Ah, Lag. So. Aber schon richtiger halt Lag. Polo, wie sieht's aus mit Tuba? Tuba hab ich schon. Wir sind halt gerade den 162er Rex am Legen. Da ist ein Terrorbird da hinten links von uns. Links? Rechts von dir. Ich hab ihn schon einmal abgeschossen. Wir retten. Ja. Hier, follow me. Also. Pass auf, dass er uns nicht gleich wegbullert. Da, ja. Achtung, hier fliegen Wolos. Oder was du das? Ja, das bin ich. Da warte ich. Oh, renn mir nicht durch die Wild, bist du gleich gebolert. Du hast ein Terrorbett mit der Longneck? Hast du noch Longneck-Munition? Ich hab keine Longneck. Nicht mal. Also, ich hab insofern auch keine Munition. War alle Schüsse angebracht. Lag, lag, lag. Ich habe mega viele Bolas gerade geworfen erstmal. Ich gehe weiter zum Rex, ne? Hm?
lass ihn einfach abhauen. Wenn er abhaut, hör auf zu laufen und schau, ob er wegläuft. Und dann komm, komm zu mir. Und den Rex jetzt schnell legen, der wird Verstärkung rufen. Ja, klar, das ist dumm. Wie lange liegt der Rex? Was meinst du? Nicht lange, ich hab Matten. Achso, ja, stimmt, aber was? Kommst du zurück, weil wir müssen ihn halt jetzt schnell betäuben. Ja. Wie ist eh schon gerade mit Darts? Eigentlich ist so ein Gallimimus echt geil, weil die Viecher sind so schnell. Hält zwar nichts aus, aber. Ja, Speedster. Oh, fuck, Kentro. Nein, 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 oh, oh. Hui. Oder war das ein Stego? Nee, das war ein Kentro. Pass auf, ne, da ist ein Kentro. Ey, bleib du vielleicht mal auf der Seite Richtung Land, also zwischen Rex und Land, dass wir in beide Richtungen so ein bisschen gucken. Den hab auch gerade ich nur gesehen. Ja, weil gedacht ich hab, da rennt der Terrorbird so komisch vorbei. Ich schieß gerade die ganze Zeit gegen den Baum direkt davor. Jemand nachgucken, wie lange der Rex braucht mit Matten? Wir wissen nicht mal genau, worauf Taming gestellt ist, insofern geht das nicht. Mit Matten ist es Turbo. Der Rex, der Raptor 168 war mit Prime Meat. Er hat 12 Boy mit Fressbarer fertig. Ja, dann wird der 2-3 Matten fressen. Oh Gott, der kennt wohl, ne? Ja, solange wir nicht rangehen, ist ja alles okay. Ja, solange nicht der Rex ist auf die Idee kommt, ihn anzugreifen oder so. Schon wieder in den kommt Fall er nicht, weil er nur am Wegrätschen ist. Ja, hast du. Weil er gleich liegt. Okay, jetzt hat er nicht versucht, hier zu beißen. Ja, außerdem greift er die Tore-SS an. Ja, Seitdem sie das gemacht haben, ist ein Rex-Tame so einfach. Also ein Rex-Tame war da vorne ja schon einfach, aber... Nicht. Nice. Okay, ich schmeiß rein. Ich hab noch 2 Bolas vor allen Dingen. Ich hab gar keine mehr. Ja. Soll ich die für mal ein Safe-Stack Fleisch rein. Kennt ihn? Ich hab keine Darts mehr. Keine Schüsse mehr für ihn. Ja. Ja, nice. Rex-Sattel habe ich auch schon dabei, also kann man nach Hause reiten. Ja. Galli hinterher, oder wie? Idiot, hab halt das Scuba mitgenommen, das war halt komplett dumm, Alter. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, welcher Tribe das war? Ich hab hier einen Rex gekillt, der war betreut von Tribe of Neno oder wie die hießen. Ja, aber... Was meinst du, welcher das jetzt war, der uns jetzt gerade hier angegriffen hat? Schwer zu sagen. Ich glaube, es war anstandslos, weil die hatten vorhin auch schon einen Terrorbird. Hier nehmen wir aus dem Terrorbird die Bolas raus. Gerade am Craften oder was? Ja, ich habe gerade noch mal 14 machen können, also ich habe für dich 7, für mich 8 noch. In einem Schrank sind 2 Glases. Aber jetzt gucke, welcher Schrank war, ich hab's gar nicht gemerkt. Ja, das ist halt immer so kritisch mit dem. Lass den Wolf! Wo? Hier. Der darf den Rex nicht anhitten. Ey, doch, der hittet. Ja, Bola ihn doch! Gib mir die Bolas. Leg den Terrorbird rein. Die Terrorbirds sind schon die ganze Zeit welche drin. Ey, ich wurde vom... Alter, das kann nicht wahr sein. Nochmal Wolf. Achtung, Mikroraptor. Wow, ey. Aber diese Tame fast sauer. Alter. Ja, das hast du auch gemacht, das ist klar.
Dann springt er halt wieder hin wie so ein Idiot, ey. Wolf wieder da. Er hat noch 58%. Dieser Kack. Vor allem, es kann, ist natürlich nicht nur ein Wolf, ist natürlich auch direkt ein Mikoraptor dabei, ne? Wilder oder ein Wilder, aber der fuckt halt mehr ab als der Wolf gerade. Weil du dauerhaft von den Viechern runtergestunt wirst. Und der halt nur durchlaufen braucht. Er schafft aber den Rex nicht zu killen. Ja, aber der wird den auf eine Effektivität. Ja, die Taming Effie ist bei 60% bis jetzt. Der muss nur noch zweimal fressen. Ja, dann wird sich drauf und beißt den Koten. Wo ist der halt? Hab ich noch einen Holzfarmer? Hä? Hab ich noch einen Holzfarmer? Ja. Guck mal in Diplo. Okay. Da ist ein bisschen was drin. Das ist egal, selbst wenn, wenn der Rex nur 20 Level kriegt, ist er noch gut. Und wenn er 0 kriegt? Nicht viel, aber ein bisschen was. War noch gut, oben springt der Wolf rum. Ja, ich hab im Moment auch noch den. Der will wahrscheinlich von oben snipen gleich. Wird er eben der Snipe? Hoffentlich will er nicht. Der ist so lahm mit dem Wolf, Rex. er kommt jetzt wieder. Rex. Irgendwann hast du auch kein Stamina mehr, mein Freund. Darf nur einer von uns hinterher rennen. Leck, mega oh, leck. Oh Junge, was ist das wow. denn? Komm, spring doch einfach mal in den Kentro rein. Wo ist der denn? Der ist weggerannt. Ah, weiß, wenn... Ach, genau dann, wenn der natürlich kommt, habe ich auch keine Longneck-Schuss mehr. So lächerlich. Ja, das bringt über den jetzt aber... Ja, noch 55% und er muss noch einmal fressen. Kurz was trinken, pass auf. Dann sofort mal eine Autosniper einfach nur um die ganzen... Wo hast du denn den geklaut? Er will gleich Annie. Nein. Die Leute regen mich so auf, ey. Ich spiele noch genauso wie du. Fans versauen. Der kommt nochmal angedüst, ey. Der denkt, der hat den Tame schon genug versaut, aber der ist immer noch bei 55% und bekommt über 40 Level dazu. Kommt er? Er kommt! Oder was? Ah, oh, wir retten einen noch dabei. Was? Er hat selber gefragt. Ich hab nicht gefragt. Hä? Was du hast gesagt, der kommt? Ich hab nichts gesagt. Ruhe! Alles auf Null. Ist der Typ jetzt allein? Nein. Cool. Bleib du mal hier, ich renn mal in die Richtung. Wo... Ja, der dreht einmal eine Runde oben und kommt wieder von der anderen Seite. Also bleib einfach hier. Alles andere wäre dumm. Hast du nochmal einen Rex? Level 18. Das bin ich hier nicht allein. Wie gesagt, er kommt einfach von der anderen Seite gleich wieder. Oh, Rex ist fertig. Komm. Du den Gully und lass den Wolf voller und ich reite den Rex heim. Ja, 206, ist okay. Andersrum. Den Rex eigentlich auf Only Life, oder? Wenn sie so wenig Schaden eingestellt haben. Ich habe gerade mal einen Teleporter gecraftet. Mal gucken, ob die gehen. Ja, die gehen. Naja, ob wir sie auch platzieren können. Wie sieht das aus? Wie soll ich einen Dankbeetle besorgen? Ja. Ja, wir können einen Teleporter platzieren, ne? Wir haben einen im Übrigen. Nice. Also können wir euch so drei oder so platzieren. Setz einen irgendwo bei Viking Bay versteckt, dass wir immer zur Perlenhülle rüberporten können. Es gibt ja noch die Public, ne? Ah, oh, okay. Genau. Ja, die Public sind scheiße, du wirst die ganze Zeit irgendwo anders in irgendwelche Basen teleportiert.
Erstens, dessen, zweitens. Wir können uns jetzt aber noch nicht. Dann heißt es wieder, ja, ich habe dich zufällig hergeportet und dann bist du gekillt. Warum machen wir nicht einfach einen unseren Teleporter public? Weil das nicht erlaubt wird. Wo das steht das? Du kannst deine Teleporter kannst auf public machen. Die benennen wir einfach irgendwie so. Public. Die benennen pass wir mit einfach. Dem Alpha Raptor auf. Ne? Boah, ich hab den kann ich killen. Gemacht. Welches Level ist der? Der ist Level 54. Ja, den können wir killen. Ich hab 7700. Eben, easy. Ja gut, dann kill. So. Impi hat mich ausgeschlossen. Wir haben zwei Teleporter. Ihr könnt euch einen nehmen, wenn ihr unbedingt wollt. Aber jetzt wirklich nur für die unheimlich wichtigen Sachen einen mitnehmen, nicht einfach nur so hinstellen. Brauchen wir doch etwas für Chemiker oder haben Pole, wir schon eine? Pass mal kurz mit auf den Galli auf. Ja, ich bin hier gerade am Alpha-Raptor, okay? Ja, und du sagst hier, ich soll noch auf was aufpassen. Der bleibt jetzt da stehen, ich renn mal kurz nach Hause und hol den Teleport an. Dann müssen wir nicht jetzt den ganzen Weg laufen. Nimm doch den Galli, der ist 20 mal schneller als dein Charakter, Robert. Ja, und damit renne ich in jede alle Gruppe rein. So kann ich wenigstens wegfliegen. Ich bin halt mit einem Terror aber deutlich besser vertraut als mit irgendeinem Galli. Ja, musst eine Runde fahren, dann geht's schon. Steht oben im Gebäude schon eine Chemical? Nein, oben im Gebäude steht noch gar nichts. Oh, Alpha ist tot. Oh, Ramshackle Crossbow, nice. Ja, 34 Level-Ups, nice. Bären. Den Rex mache ich auf Only Health, ne? Mhm. So, ich fahr mal ein bisschen scheiße. Ja, 30 HP Rex. Bin Galli echt langsamer gewesen. Müsste durch die ganzen Flüsse durchspringen. Kannst also du einfach drüber springen. Diese Rex hat es schon gemacht, oder? Schon auf dem Rex. Er sitzt schon drauf. Wo ist der Teleporter, dass ich mir den gleich mitnehmen kann? Ja, weil dann hebe ich mir direkt einen auf und komme in den Rex. Da stupst du mich an? Ja. Oh, Lacke. Elvis? Ach, das ist doch schon ewig her, wo Pause war und wir gedacht haben, du warst nicht da. Ich bin jetzt erst rausgepackt. Ach so. Was? Wurdest rausgepackt? Ja, ich bin einfach rausgepackt. Wow. Gay. Okay. Ja, oder nicht passiert. Galli. Ja, Galli voll und zu lassen ist komplett voll. Was? Hackvieh nichts geschissen kriegt. Das ist der Gartenlandschaftenspringer, ey. Ja, das klingt lecker.